The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast für The World Becomes One. Ich darf wiederholt Hallo, lieber Helmer Rudolf sagen, weil du heute wieder mein Gesprächspartner bist. Schön, dass du da bist. Es ist mir wie immer eine große Ehre, liebe Sam. Ich möchte mit dir heute nochmal vielleicht ein bisschen anknüpfen, auch an unser letztes Gespräch, wo wir es mit dem bewussten Erkennen unserer auch Ausdrucksweise, unserer Sprache auch ging. Also deine Schlussworte waren sehr treffend. Und aber auch gleichzeitig nochmal auf das vielleicht Chaos blicken, was viele Menschen derzeit im Außen empfinden. Ich hoffe, du gehst da mit mir und wir machen dann aus dem äußeren Chaos im besten Fall eine innere Ruhe für jeden unserer Zuhörer. Ja, und da habe ich auch noch ein bisschen was Ergänzendes mit einzubringen, nämlich diese ganze Thematik mit dem Festhalten und dem Loslassen. Ach, toll. Und oft entsteht ja Chaos dadurch, dass wir an etwas festhalten, an dem wir nicht mehr festhalten sollen. Und da habe ich auch noch ein paar schöne Zitate aus dem Master Key System. Der Onkel Charles begleitet uns ja schon seit geraumer Zeit. Und da können wir auch noch ein paar Zitate irgendwie, werde ich mal reinwerfen, weil das wirklich klarer kann ich das auch nicht ausdrücken. Also da lassen wir ihn sprechen. Ja, sehr gut, ausgezeichnet. Ja, jetzt ist es ja tatsächlich so, die Menschen, die uns jetzt schon ein paar Mal zugehört haben und die auch schon Kommentare geschrieben haben, die sind vorwiegend auch schon auf so einem gefühlt ganz guten Weg. Dennoch, wenn wir in die Welt blicken, muss ich sagen, ich spüre zunehmend Aggressionen, wie sich die Menschen unhöflich begegnen, wie die Spaltung weiter vorangetrieben wird. Und auch das macht manchmal einen schon ganz wachen Geist wie mich und eine ruhige Seele auch etwas nervös. Und ich würde gern mit dir da weiter reingehen. Was können die Menschen jetzt tun, um ihre Schöpfung wirklich final in das Positive zu materialisieren, zu transformieren? Ja, grundsätzlich erstmal zu erkennen, um wieder unseren lieben Freund Roman mit begrüßen zu dürfen, zumindest virtuell, also theoretisch. Energetisch. Energetisch, genau. Dass diese Spaltung ja auch nur ein Angebot ist. Mhm. Und nirgendwo, und ich wiederhole mich da gerne, nirgendwo geschrieben steht, wie oder was wir denken müssen. Und wie Roman es eben auch sagte, wir bestimmte Angebote auch gerne ablehnen dürfen. Und dafür haben wir uns ja die letzten Male schon unterhalten, dass wir ein bisschen begreifen, welches Wissen wir aufnehmen müssen und welche Fähigkeiten wir besitzen müssen, um eben in der Lage zu sein, Angebote auszuschlagen, bewusst nicht anzunehmen. Dafür braucht man ja ein gewisses Unterscheidungsvermögen, Urteilsvermögen, und dementsprechend eine bestimmte eigene Kraft, die man dann bewusst zum Ausdruck bringt. Und wenn man die nicht hat, dann ist man eben passiver Empfänger, stiller Empfänger, zwangsläufiger Empfänger dieser Angebote. Mhm. Vor allem, wenn sie im Außen entsprechend Lärm machen, was ja gegenwärtig auch der Fall ist. Genau, wir werden ja alle ganz schön provoziert. Und, Nein, wir, das ist auch nur ein Angebot. Wir entweder lassen wir uns provozieren oder wir lassen uns nicht provozieren. Und wenn wir sagen, wir werden provoziert, dann gibt es da ja eine Partei im Außen, auf der wir mit dem Finger zeigen können. Und mit dem Finger geht natürlich die Verantwortung weg für unser eigenes Handeln und dann auch die Macht und Kraft. Die fließt dann sozusagen über diesen Fingerzeig auf den anderen, der ja der Böse ist und jetzt uns trennen will und uns da spalten will oder was weiß ich, dann ist das halt bei dem. Aber dann ist es was viel Wichtigeres, bei uns ist es weg und wir sind dann im wahrsten Sinne des Wortes ohnmächtig. Einfach, mhm, weil wir das nicht erkannt haben und weil wir nicht die Verantwortung für unser eigenes Denken und für unser eigenes Handeln übernommen haben. Also das wäre,
Genau, wäre dann weglieben das bessere Mittel der Wahl? Also annehmen? Das wäre eine Möglichkeit. Man muss aber nicht notwendigerweise zum anderen Pol rübergehen, zum anderen Extrem rübergehen, sondern man kann das auch völlig neutral sehen. Da passiert einfach was, was mich jetzt dazu bringt, meine Denkweise und meine Verhaltensweise zu überdenken. Im wahrsten Sinne, also ich überdenke mein Denken. Ich mache mir Gedanken über meine Gedanken. Weil wenn ich das nicht tue, dann bekomme ich halt das, was ich vorher schon bekommen habe. Es kann sich ja im Außen nichts ändern, wenn ich mich im Inneren nicht ändere. Und wenn ich mir nicht die Mühe mache, mal zu gucken, was für Glaubenssätze ich überhaupt habe, wie ich mich verhalte, wenn im Außen irgendwas, ich sag mal, was Negatives oder Unvorhergesehenes passiert, dann habe ich auch nirgendwo einen Ansatzpunkt in der Handhabe, das in mir so zu gestalten, dass ganz egal, was im Außen passiert, es mir trotzdem gut geht. So, die Frage eben, soll ich das weglieben? Ja, du kannst es auch völlig neutral betrachten, sagen, da passiert gerade was, einfach so, da passiert einfach was. Was ich daraus mache, liegt vollständig bei mir. Und du kannst natürlich immer wieder sagen, ja, okay, aber guck mal, ich habe doch keine Arbeit jetzt oder ich bin in Kurzarbeit. Und dann sage ich, ja, aber es ist nicht die ganze Welt ohne Arbeit, die ganze Welt ohne Kurzarbeit. Du hast einen Verstand, solange du noch atmest und einigermaßen denken kannst, kannst du dich eben auch verändern. Und nirgendwo stand geschrieben, dass du diesen Job oder diesen Beruf, das sollte ja eher sein als ein Job, dass du den bis zum Ende deiner Tage durchführst. Mhm. Und jetzt steht halt mal Veränderung an. Es steht Veränderung im Außen an durch diese auferzwungene Situation. Und es steht vor allem Veränderung im Innen an, weil man ja merkt, dass eben das, was einem aufgezwungen wurde, nicht wirklich gefällt. So, und wo habe ich da eine Handhabe? Nur bei mir selbst, nur bei meinen eigenen Gedanken, bei meinem eigenen Verhalten. Und wenn ich eben erkenne, und da schließt sich der Kreis wieder, wenn ich erkenne, dass mir auch in diesen Beschränkungen unendliche Möglichkeiten der Entfaltung zur Verfügung stehen und ich die auch in Anspruch nehme, und weiß, wie es um den schöpferischen Prozess bestellt ist, über den wir uns die letzten Wochen unterhalten haben, dann kann ich mir eben neue Realitäten schaffen. Mhm. Aber das geht eben nicht auf einem alten Bewusstsein. Und da kommen wir wieder zum Festhalten und Loslassen. Also was heißt wieder? Da kommen wir zum ersten Mal dazu. Ich kann halt nicht erwarten, dass sich was Neues einstellt, wenn ich krampfhaft am Alten festhalte. An den alten Überzeugungen, an den alten Glaubensmustern, an den alten Verhaltensweisen. Da darf dann sogar so groß gedacht werden, dass ein System neu anzustreichen oder bestimmte Spieler auszuwechseln eben auch keine Veränderung bedeutet. Das ist ein schöner Punkt, den du da hervorbringst, weil vor allem jetzt mit dieser ganzen Inszenierung, die wir ja seit einem Jahr im Außen wahrnehmen, immer davon gesprochen wird, die müssen weg, die müssen weg, die müssen weg. Da schließe ich mich selber ja gar nicht aus. Die Frage ist nur, wenn die weg sind, was passiert dann? Wer oder was tritt dann an deren Stelle? Und wenn du das politische System und das wirtschaftliche System nicht mehr so haben möchtest, wie es jetzt ist, wie möchtest du es denn haben? Hast du dir darüber aber Gedanken gemacht? Und da sind wir wieder ganz beim Anfang, wo wir zu dem Schluss gekommen sind, dass die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen. Und das wissen sie sehr gut. Und darauf reiten sie um und das füllt ganze Abende, Dinnerabende bei Freunden, mit Freunden oder der Familie oder auch darüber hinaus. Aber wenn du sie fragst, was willst du eigentlich? Wie soll das eigentlich aussehen? Wie kann man das, was jetzt geschehen ist im letzten Jahr, verhindern? Was für neue Strukturen muss es geben? Dann ist bei den meisten Leuten Schicht im Schacht. Und das ist kein Vorwurf, aber das erklärt eben auch das System, weil diejenigen, die sich damit befassen, letzten Endes diejenigen sind, die diese neuen Realitäten erschaffen. Während die Masse, die einfach zu bequem und zu träge ist, sich da mal ein bisschen Mühe zu machen, um da mal ein bisschen tiefer einzutauchen, dann letzten Endes die Empfänger sind der Entscheidungen, die getroffen werden. Genau, und da würde ich dann sogar jetzt erstmal an die Stelle gehen, zu sagen, in erster Linie sind noch sehr, sehr viele da, die Regeln befolgen, die sie nicht wollen, die sie nicht mögen, die sie aber trotzdem, ohne sie zu hinterfragen, stumpf weiter befolgen, dann sagen, das muss weg,
Das muss vielleicht einfach nur, die Köpfe müssen ausgewechselt werden, um neue Befehlsausgeber zu bekommen, um wieder nur Empfänger zu sein. Da können wir wieder an die Stelle gehen und sagen, okay, es fängt tatsächlich bei jedem Einzelnen im Inneren an. Und dann drehen wir uns um das Thema eigene Macht, eigene Souveränität. Richtig? So ist es. Und vor allem, also es fängt erstmal generell mit dir selbst an. Und deshalb machen wir das ja, um den Menschen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und dass auch sie, ganz egal, wo sie jetzt stehen und wie schlecht oder schlimm oder böse sich das Ganze für sie im Außen anfühlt, dass sie mit einfachen 0-Euro-Geiz-ist-geil-Möglichkeiten Geiz-ist-geil-Techniken und Wissen die Möglichkeit haben, ihr Leben komplett zu verwandeln. Und wenn jeder das tut für sich, füttert er eben auch das morphische Feld. Und selbst wenn du nur eine Unterhaltung mit der Familie oder mit einem Freund hast, das sind ja Gedanken, die du rausschickst. Die werden ja die im Äther sozusagen erfasst. Und wenn jeder von uns das tut, auf seine kleine Art und Weise und gar nicht erstmal groß den Anspruch hegt, in der Großpolitik oder Wirtschaft tätig zu werden, wenn wir alle einfach nur das Feld mit jetzt mal richtigen Informationen zu füttern, dann dürfen wir uns eben auch gerne überraschen lassen, welche Antwort wir bekommen. Aber genau, wenn wir weiter in diesem Opferbewusstsein sind, die Bösen da draußen, ganz egal, was, auf welches Firmenkonstrukt war vielleicht dichter an der Wahrheit als geplant, Freudscher Versprecher, welches Landeskonstrukt, politische, rechtliche Konstrukt wir haben, wer jetzt irgendwo irgendwas vorhat, spielt gar keine Rolle. Da bist du wieder in der Außenwelt und lässt dich wieder von deinen Sinnen blenden. Und deshalb ist es eben so wichtig, in die Stille zu gehen, weil in der Ruhe die Kraft liegt. Ich meine, es ist ja immer wieder Wiederholung. Alles entsteht aus deinem Innen. Zumindest das, was du willst. Und deshalb entscheidest eben auch du, wie du dich und das Feld fütterst. Mhm. Wir hatten vorhin ganz kurz das Thema Kraftplatz oder Altar. Ja. So. Mhm. Vielleicht magst du es mit reingeben, weil ich finde, es ist ein schönes Bild. Und das ist, hat sowas, dass man sich selbst gemütlich einrichtet und dann tut man das zwar auch schon ein Stück weit im Außen, aber damit lädt man sich ja selber weiter ins Innen ein. Richtig. Vor allem, man hat einen Ort, der einen immer wieder daran erinnert, das ist jetzt mein Platz, wirklich mein Platz mit dem großen, also Großbuchstaben M-E-I-N. Das ist meine Zeit und das hilft auch, eine Routine zu entwickeln. Und alles, das, was letzten Endes unterbewusst wird und unterbewusst werden soll ja auch, kommt nur durch Wiederholung. Und die Wiederholung heißt letzten Endes Routine. Machen, 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 bis ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss, bis das im Prinzip fest in meinen Tagesablauf integriert ist. Und das ist insbesondere dann so wichtig, wenn wir einen hektischen Tagesablauf haben. Insbesondere dann ist es wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, um innere Einkehr zu halten. Das heißt, ich kreiere mir einen Raum oder einfach nur eine Ecke und stelle mir vielleicht eine Kerze auf. Ich mache es mir sozusagen mit mir selber gemütlich. Ja, du benutzt bestimmte Werkzeuge, um so viele Sinne wie möglich, ich sage es jetzt einfach mal so, darauf einzustimmen, ob das geruchstechnisch ist, ob das über die Augen sind oder ob das über Meditationsmusik ist oder irgendwas, so einen kleinen Snack, den du dir hinstellst. Ich meine, das ist wie kleinen Hundetrog, so einen kleinen Futtertrog. Dann sind da vielleicht irgendwelche kleinen, nicht Süßigkeiten oder kann ja auch gesunde Schokolade oder kann ja irgendwas anderes sein, irgendwelches getrocknetes Obst oder so, dass du dann auch noch geschmackstechnisch sozusagen das mit der Zeit für dich, mit dem Genuss für dich, mit der Du-Zeit assoziierst. Na, dass du halt so viele Sinne wie möglich darauf einstimmst, jetzt ist Zeit für mich und das ist die Zeit, in der ich mich mit mir befasse. Mhm. Weil
Und da möchte ich mal fließend übergehen zu Kapitel 15 im Master Key System, wenn ich das darf mit deiner... Unbedingt gerne. So, da sagt er nämlich in Punkt 3, und ich finde es einfach so genial, wie klar der Mann ist. Also alle, die jetzt zuhören, hört mal gut zu, was der sagt, Kapitel 15, Punkt 3. Schwierigkeiten, Unstimmigkeiten und Hindernisse zeigen, dass wir es entweder ablehnen, das loszulassen, was wir nicht länger brauchen, oder ablehnen, das anzunehmen, was uns dienlich wäre. Wachstum wird durch einen Austausch des Alten durch das Neue erreicht, des Guten durch das Bessere. Es ist eine bedingte oder gegenseitige Tat, in der jeder von uns eine vollständige Gedankeneinheit darstellt. Das ist ein Satz, an dem wahrscheinlich schon viele knabbern werden. Es ist eine bedingte oder gegenseitige Tat, in der jeder von uns eine vollständige Gedankeneinheit darstellt. Diese Vollständigkeit ermöglicht es uns, nur das zu empfangen, was wir geben. Und jetzt kommen gleich wieder die Fragezeichen hoch. Ja, Mensch, was kann ich denn geben? Ich habe doch nichts, ich habe doch kein Geld, ich habe doch keine Gesundheit, ich bin doch nicht... Und die Antwort lautet, du gibst geistig. Deshalb hast du deine kleine Ecke dir geschaffen mit deinem kleinen Altar, mit den Sinnesanregern, damit du dort in der Ruhe geistig geben kannst, dir oder anderen. Gibst du Gesundheit, gibst du Fülle, gibst du Liebe, Freude und Harmonie allen Wesen. Dann sagt er weiter, wir können das, was uns fehlt, nicht dadurch erhalten, dass wir zäh an dem festhalten, was wir zuvor erhalten haben. Wir sind in der Lage, unsere Umstände bewusst zu steuern, sobald wir die Bedeutung dessen spüren, was wir anziehen. Das möchte ich nochmal vorlesen, weil das ist so ein Knallersatz. Wir sind in der Lage, unsere Umstände, äußeren Umstände, bewusst zu steuern, sobald wir die Bedeutung dessen spüren, was wir anziehen. Das heißt, wenn du schnallst, wenn du begreifst, warum du bestimmte Dinge anziehst, versetzt dich das in die Lage, diese Dinge zu steuern. Das heißt, in eine andere, diese Umstände in eine andere Richtung zu lenken. Meine Lieblingsworte: erkennen, verstehen, verändern. Sehr schön. Dann sind wir in der Lage, jede Erfahrung nur das abzugewinnen, was wir für unser weiteres Wachstum benötigen. Unsere Fähigkeit, dies zu tun, bestimmt den Grad an Harmonie oder Glückseligkeit, den wir erreichen. Die Fähigkeit, nur das herauszuziehen, was wir für unser Wachstum brauchen, steigt kontinuierlich an, während wir höheren Ebenen und weiteren Visionen entgegenstreben. Je ausgeprägter unser Vermögen, zu wissen, was wir wollen, desto sicherer werden wir, ihre Anwesenheit, also die der Allmacht, zu bemerken, sie anzuziehen und aufzunehmen. Denn das, was du, das ist jetzt meine Interpretation, denn das, was du, oder Ergänzung, das, was du anziehst, das kommt ja aus dem geistigen Bereich. Das ist ja für dich im physischen Bereich noch nicht verfügbar. Mhm. Und die Allmacht, dieses universelle Bewusstsein, die universelle Lebensenergie, Gott, Allah, was weiß ich, wie immer du das nennen möchtest, ist ja dieses Potenzial, das du mit deinen Gedanken bewusst anzapfst und durch diese Wiederholung in deinem Bewusstsein heranwachsen lässt, um es dann über deine Sinneswahrnehmung verstärkt im Außen wahrzunehmen. So, nochmal, je ausgeprägter unser Vermögen, zu wissen, was wir wollen. Und wir waren vorhin genau da, dass die meisten Leute wissen, was sie nicht wollen, aber gar keine Ahnung haben von dem, was sie eigentlich wollen, weil sie sich damit noch nicht befasst haben. Desto sicherer werden wir, ihre Anwesenheit, die der Allmacht, zu bemerken, sie anzuziehen und aufzunehmen. Nichts wird uns erreichen, außer dem, was wir für unser Wachstum benötigen. Und jetzt das Letzte. Alle Umstände und Erfahrungen, die zu uns kommen, tun das zu unserem eigenen Nutzen. Schwierigkeiten und Hindernisse werden uns so lange begegnen, bis wir ihre Weisheit aufgenommen und von ihnen das Wichtigste für unser weiteres Wachstum erworben haben. Das heißt, Schwierigkeiten und Hindernisse sind letzten Endes nur dazu da, um aus ihnen ein gewisses Maß an Weisheit zu entnehmen. Und nehme ich hier, wo er sagt, die Bedeutung, sobald wir die Bedeutung dessen spüren, was wir anziehen. Und das ist natürlich, ich weiß, das ist für viele starker Tobak, weil viele, und da schließe ich mich bis vor einem guten Jahrzehnt nicht aus, da absolute Erstklässler sind. Weil wir halt keine Ahnung
haben, was wir anziehen, warum wir es anziehen. Und dann kommen wir halt ins Opferbewusstsein und dann zeigen wir auf andere. Und da kommen wir schließlich wieder der Kreis, weil wir dann uns entmächtigen, dann werden wir ohnmächtig, weil der andere ja der Böse ist, der uns das antut. Anstatt dass wir erkennen, dass diese Sache zu uns gekommen ist, damit wir uns selbst stärken, damit wir wissender, weiser und souveräner werden. Da hat mir immer geholfen, einfach nur die Worte Ursache und Wirkung mal in Gänze da reinzugehen. Und tatsächlich, so wie du es eben auch gesagt hast, das mal als Geschenk zu sehen, wenn ein Problem da vor der Tür steht, vermeintlich. Und das, was ja jetzt auch gerade seit einem Jahr gespielt wird, für, ne, holen wir Roman nochmal ins Feld. Es ist alles ein großes Spielfeld, ein großes Spiel mit vielen Angeboten. Kann ich dann einmal als ein Problem identifizieren und gehe in die entsprechende Emotion, oder ich kann es eben als Geschenk sehen und kann daran reifen. So, da du mir jetzt gerade die Pause gibst, bin ich jetzt auch so völlig unverfroren und gebe uns noch das Geschenk 4 weiterer Absätze, nämlich 8 bis 11, weil das genau da reingeht. Dass wir ernten, was wir sehen, ist mathematisch exakt. Wir erlangen dauerhafte Stärke genau in dem Ausmaß der zum Überwinden der Schwierigkeiten erforderlichen Anstrengungen. Das heißt, die Anstrengung, die wir unternehmen, gibt uns Stärke, und die Anstrengungen, die wir unternehmen, sind ja die, die wir zum Überwinden dieser Schwierigkeiten oder Hindernisse benötigen. Mhm. Jetzt geht's weiter. Die unerbittlichen Erfordernisse des Wachstums verlangen von uns, dass wir die größte Art von Anziehung auf das ausüben, was in vollkommener Übereinstimmung mit uns ist. Das ist ein Knallersatz, deshalb gibt es nur ein zweites Mal. Die unerbittlichen Erfordernisse des Wachstums verlangen von uns, dass wir die größte Art von Anziehung, ich kriege richtig Hautgänse hier, auf das ausüben, was in vollkommener Übereinstimmung mit uns ist. Unsere größte Glückseligkeit, und er sagt Glückseligkeit, weil wir geistige Wesen sind und dementsprechend auf Bewusstseinszustände aus sind. Wir bekommen oder erlangen keine dauerhafte Zufriedenheit durch Dinge oder aus Dingen, die nicht spirituell sind. Also unsere größte Glückseligkeit und Harmonie wird am besten dadurch erreicht, dass wir ein Verständnis dieser natürlichen Gesetze erlangen und bewusst mit ihnen zusammenarbeiten. Und da öffnet sich das ganze Feld der Hermetik, der hermetischen Prinzipien, die hat Mayer mal angesprochen, und natürlich auch des Chakrasystems. Punkt 10, aber nochmal als Wiederholung. Unsere größte Glückseligkeit wird am besten dadurch erreicht, dass wir ein Verständnis dieser natürlichen Gesetze erlangen und bewusst mit ihnen zusammenarbeiten. Um Lebenskraft zu besitzen, muss der Gedanke mit Liebe durchtränkt werden. Liebe ist das Produkt von Emotionen. Es ist unabdingbar, dass die Emotionen gesteuert und durch Intellekt und Überlegung geleitet werden. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die sich sehr viele hinter die Ohren schreiben können. Es ist unabdingbar, dass die Emotionen gesteuert und durch Intellekt und Überlegung geleitet werden. Und jetzt Punkt 11, und dann schließt sich der Kreis. Es ist die Liebe, die dem Gedanken Lebenskraft verleiht und ihn dadurch zum Sprießen befähigt. Das Gesetz der Anziehung oder das Gesetz der Liebe, beide sind ein und dasselbe, wird das zu seinem Wachstum und seiner Reife benötigte Material mitbringen. Und dann ging es weiter, und dann sind wir direkt beim letzten Podcast. Die erste Form, die der Gedanke finden wird, ist Sprache bzw. Worte. Das bestimmt die Bedeutung von Wörtern oder von Worten. Sie sind die erste Darstellung des Gedankens, der Behälter, in dem der Gedanke getragen wird, und so weiter und so fort. Und dann eben, ich gebe nur noch einen Satz dazu, das führt zu der unausweichlichen Schlussfolgerung, dass wir es uns ausschließlich leisten können, an Überfluss zu denken, wenn wir Überfluss in unserem Leben ausdrücken wollen. Da Worte lediglich formgebende Gedanken sind, müssen wir besonders vorsichtig sein und ausnahmslos eine erbauliche und harmonische Sprache benutzen, welche sich, wenn letztlich in objektiver Form dargestellt, zu unserem Vorteil herausstellt. Ich, ja, nehme ich super gerne an. Ich hoffe, die Zuhörer können dem auch so folgen. Würde das gerne noch einmal wieder zurücktragen in dem Bereich, wo wir ganz klar gesagt haben, jeder muss erstmal wissen, was er wirklich will, damit er dann eben auch entsprechend mit diesen
Mitteln agieren kann oder mit diesem Wissen umgehen kann. Ja, und aber warte, das warte, ich bin noch nicht fertig, weil dann hänge ich schon eigentlich, seit du mehrere Kapitel vorgelesen hast. Es gibt ja auch ganz viele, die im Moment sagen, ich will ja gar nicht viel, es ist doch eigentlich alles gut, es soll nur das alte Leben zurück. Ich bin doch ganz zufrieden gewesen. Und da sind wir für mich an der Stelle, wo die Ehrlichkeit zu sich selber ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist. Dieses, ja, das war doch ganz, früher war es doch, ne, vor einem Jahr, vor zwei Jahren war doch eigentlich alles ganz gut und ich will nur dahin zurück und einfach meinen Job machen und dann mal in die Kneipe und ein Bier trinken und ein paar Freunde treffen. Es geht jetzt, glaube ich, für alle auch die Prüfung gerade um, ganz tief im Herzen seinem wahren Herzensweg zu folgen. Und nicht nur zu sagen, ich will da mal kurz hin zurück und ich mache da mal so auf normal und ich koche da mal so auf halber Platte. Du hast jetzt aber so viele Punkte hochgebracht. Ich war vorhin gerade im Bottle Store, um ein bisschen Alkohol zu kaufen. Schön. lokalen Gin. Ja, ich habe noch ein bisschen Cannabis hier in der Garage hängen. Ach Gott. Und den, ich experimentiere gerne. Dann habe ich den so ein bisschen in so ein bisschen Leftover, also ein bisschen, was ist das noch, zurückgebliebenen Gin gesteckt und zwei Wochen ziehen lassen. Und da kam super lecker raus. Und jetzt habe ich eine neue Flasche Gin geholt und die wieder mit Cannabis quasi bereichert. Ich wollte in den Laden rein, steht einer am Eingang mit einer Maske auf und mit dem Hand Sanitizer da, mit dem, ne, Desinfektionsmittel. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich sag zu ihr, das, was du jetzt machst mit der Maske, mit dem, wo du sagst, du kommst nicht in den Laden rein, wenn du keine Maske trägst, und mir erzählst, ich mach doch nur meinen Job. Ich sag, das ist genau das Gleiche, was damals beim Nazi-Deutschland dazu geführt hat und das Gleiche, was bei der Apartheid in Südafrika auch dazu geführt hat, wo die Leute einfach dumpf mitmachen und sagen, ich mache doch nur meinen Job. Du bist nicht dazu da, deinen Job zu machen. Und vor allem, wenn du da an der Tür stehst mit einer Maske auf, stundenlang vielleicht, kompromittierst du noch deine eigene Gesundheit. Und dann wäre es ziemlich dumm zu sagen, ich mache einen Job, der mich im Prinzip krank macht. Dann hast du nämlich von deinem Geld, was du durch den Job verdienst, auch nichts. Und da kommen wir zurück zu dem Punkt, ich möchte doch nur mein altes Leben zurück. Dein altes Leben war eine Illusion. Das war nur schön, weil du deine Aufmerksamkeit nicht auf andere Dinge gerichtet hast. Du hast nicht gesehen, wo dieses System, aus dem du deinen Nutzen gezogen hast, zutiefst korrupt war und überarbeitungsfähig war. Und diese ganze C-Idiotie hat jetzt auf eine völlig neutrale Art und Weise dazu geführt, dass du jetzt mal zum Nachdenken gezwungen wirst. Na, okay, lass mich das anders formulieren. Dass dir die Möglichkeit gegeben wird, mal nachzudenken, weil einfach so viel in Anführungsstrichen Schmerz draußen und bei dir entstanden ist. Du musst dieses Angebot auch nicht annehmen. Du kannst auch so weitermachen wie bisher. Aber dann musst du dich nicht wundern, wenn dieses alte Leben nie wieder zurückkommt. Und du musst auch nicht denken, aber dann drücken andere dir eben deine Realität auf. So, und du hast am Anfang gesagt, von wegen zu wissen, was du wirklich willst, da waren wir ja auch schon in unserem Podcast. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann hilft es dir auch nicht zu wissen, wie es geht, also wie man Realitäten verändern kann, weil du gar nicht weißt, in welche Richtung du deine Realität, deine Umstände verändern willst. Deshalb ist am Anfang des Ganzen steht im Prinzip ein Wissen über uns selbst. Und da sind wir wieder bei der Astrologie, da sind wir wieder bei der Numerologie, bei dem Kartensystem, also der Kartologie. Wir sind beim Human Design. Das ist dein Zuhause, ne? So. Das sind Angebote. Ich spiele ja gerne auf dem Feld auch der systemischen Prozessbegleitung. Ich finde die Charaktertypologien total interessant, die Prägephasen intrauterin bis 7., 8. Lebensjahr. Aber all das, ich gebe dir recht, sind wie Zwiebelschalen, das hatten wir auch schon mal, die richtig geschält werden dürfen, damit wir mehr und mehr an unseren wahren Kern kommen und diese Fragen dann beantworten können auch. Also das, was du gerade erwähnt hast, das ist, ich gebe dir mal so die Analogie, das ist ganz egal, ob du Bäume magst, Sträucher magst,
Büsche magst oder Blumen. Alle wachsen auf einem Boden. Das Angebot, was ich aus welchem Grund auch immer unterbreite, ist, ich bereite den Boden vor. Was du nachher da reinpflanzt, ist dann vollkommen dir überlassen. Ich schenke dir ein, weil du der beste Punkt-Coach bist. So ist es. Dankeschön für das Streicheln meines Egos. Ego ist gar nicht so schlecht, habe ich mir sagen lassen. Schönes Thema vielleicht für einen separaten Podcast. Genau, aber wir müssen bald zu Ende kommen. Das wollte ich nochmal sagen, weil in diesen ganzen spirituellen Kreisen wird ja immer auf so, ja, du musst dein Ego loslassen. Du brauchst dein Ego. Dein Ego ist absolut überlebensnotwendig, weil dein Ego dir den Antrieb gibt, überhaupt etwas zu verändern. Und Ego los zu sein, heißt im Prinzip, keinen eigenen Willen zu haben. Mhm. Und keinen eigenen Willen zu haben, heißt nicht zu wissen, was du wirklich willst. Nicht zu wissen, was du wirklich willst, heißt, dass du dich gar nicht damit beschäftigt hast, wer du wirklich bist, um herauszufinden, was dir für deine individuelle Lebensgestaltung oder Lebenszufriedenheit eigentlich dienlich wäre. Und dementsprechend du gar keine Anstrengung unternehmen kannst, die in die richtige Richtung führen. Mit wenigen Ausnahmen von Menschen, die einfach fließen, die sich selbst damit ihrem Verstand und ihren Überzeugungen etc. nicht im Weg stehen, sondern die einfach glücklich und erfolgreich sind. Und wahrscheinlich, Achtung, jetzt gibt es einen kleinen Seitenhieb, weil sie einfach bessere Karten haben. Ah, schön, da haben wir den Boden wieder. Da gehen wir auch noch mal drauf ein, aber auch zu einer anderen Stelle. Ich würde gerne wieder das Schlusswort dann noch mal an dich geben. Du sprichst ja heute auch gerne ein paar mehr Sätze. Komm, du nimmst das Schlusswort und ich frage einfach noch mal die Zuhörer, über welche Themen möchtet ihr mich und Helma noch mal hören? Gerne in die Kommentarspalten, wenn ihr diesen Podcast gelauscht habt bis zum Ende. Und jetzt ist die Bühne noch mal deine. Jetzt hast du mich hier so richtig überrumpelt. Ja, das kann sie. Ich könnte noch ganz anders, aber ich bin einfach die Nette. Oh, kratz mich, speis mich, aber lass mich nein, bitte so, nicht jetzt liegen. Bitte ernsthaft. Niveau. Ernsthaft. Niveau. Lass mich mal kurz gucken, ob ich hier vielleicht... Schlusswort oder bist du einfach mal sprachlos? Nö, aber ich denke, wir finden noch ein schönes kleines Schlusswort. Bam, 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 bam. Drei. Moment, gib mir. Zwei. So, jawohl, da kommt's. Ich schließe heute mal nicht, weil ich so viel aus dem Master Key System zitiert habe, schließe damit Kapitel 15.23. Die Schönheit des Wortes besteht aus der Schönheit des Gedankens. Die Macht des Wortes besteht aus der Macht des Gedankens. Und die Macht des Gedankens besteht aus seiner Lebenskraft. Woran erkennen wir dann einen lebenskräftigen Gedanken? Was sind seine besonderen Merkmale? Die Antwort lautet, er muss Prinzip haben. Aber wie können wir das Prinzip erkennen? Es gibt ein Prinzip der Mathematik, aber keines des Fehlers. Es gibt ein Prinzip der Gesundheit, aber keines der Krankheit. Es gibt ein Prinzip der Wahrheit, aber keines der Lüge. Es gibt ein Prinzip des Lichts, aber keines der Dunkelheit. Und es gibt ein Prinzip der Fülle, aber keines der Armut. Wie sollen wir erkennen, dass das wahr ist? Indem wir das Prinzip der Mathematik korrekt anwenden, können wir uns der Ergebnisse gewiss sein. Wo Gesundheit besteht, gibt es keine Krankheit. Wenn wir die Wahrheit wissen, können wir nicht durch den Fehler getäuscht werden. Wenn wir Licht hereinlassen, kann es keine Dunkelheit geben. Und wo Fülle existiert, da kann es keine Armut geben. Großartig. Vielen Dank. Das lassen wir so stehen. Mit einem Lächeln für die Zuhörer. The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt.